Jetzt gleich mal eine kleine Probefahrt. Dafür muss ich tanken, Strom laden. Das ist hier in der Werkstatt kein Problem. Da gibt es eine entsprechende Steckdose. Aber wer mit einem Elektromobil unterwegs ist, für den sieht es mit Stromquellen oft ziemlich mau aus. Besitzer eines reinen Elektroautos haben ein Problem. Die Reichweite dieser Fahrzeuge ist noch immer sehr begrenzt. Schon nach 100 Kilometern geht oft die Akkuladung zur Neige. Ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor würde jetzt an die nächste Tankstelle fahren. Doch Strom gibt es dort meist nicht. Ähnlich sieht das für Elektroradler aus. Zu Hause kann man den Akku ja an die Steckdose anschließen. Unterwegs aber ist man oft weit entfernt von jedem Stromanschluss. Und einfach irgendwo klingeln, um nach einem bisschen Strom zu fragen? Also die perfekte Lösung ist das nun wirklich nicht. Die Antwort auf dieses Dilemma könnte so aussehen. Öffentliche Stromzapfsäulen wie diese. Hier können sowohl Elektroautos als auch Elektroräder oder stromgetriebene Motorroller die Akkus auffüllen. Ein ganzes Netz solcher Ladesäulen soll bald in vielen Städten stehen. Konstruiert hat sie ein Team um Peter Westerbarkei aus Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Solche Säulen haben dann bestimmte Funktionen zu erfüllen. Sie müssen wetterbeständig sein, vandalismussicher, einfach zu bedienen. Und das war der Ausgangspunkt für diese Konstruktion. Strom aus der Stromtanksäule. Wie geht das? Wie schließt man das Fahrzeug hier an und wie wird abgerechnet? Damit Strom fließt, muss man die Säule freischalten, per Handy. Voraussetzung: Die Handynummer muss zuvor auf einer Internetseite registriert werden. Dann reicht ein Anruf in der Zentrale. Bitte geben Sie jetzt den 7-stelligen Ladecode über die Tastatur Ihres Telefons ein. Jede Säule hat ihren eigenen Code und wird so von der Zentrale ferngesteuert. Einen Moment bitte. Der Ladevorgang wird gestartet. Ihre gewählte Ladesäule ist jetzt freigeschaltet. Hinter dieser Klappe befinden sich die Steckdosen für verschiedene Elektromobile. Das Ladekabel des Autos wird eingesteckt, dann drückt der Fahrer die Klappe zu, der Strom fließt. Das Besondere: Durch die Klappe wird das Kabel diebstahlsicher blockiert, solange der Ladevorgang läuft. Das dauert schließlich, je nach System, 2 bis 8 Stunden. Einmal aufladen kostet bei diesem Auto etwa 3 Euro. Strom für 100 Kilometer. Jetzt einfach wieder bei der Zentrale anrufen. Der Ladevorgang wurde soeben beendet. Die Abrechnung über den gezapften Strom erfolgt über die zusammen mit der Handynummer hinterlegten Kontodaten. Das funktioniert mit jedem Funktelefon, nicht nur mit Vertragshandys. Ziemlich schlau für eine Tanksäule. Was steckt hier drin? Das sind 3 Bereiche. Der erste Bereich hier oben startend ist der Bereich mit der Verbindung zur Zentrale. Die ganze Elektronik, das Hirn der Säule sozusagen, ist dann dort drin. Der zweite Bereich ist der mit den verschiedenen Steckdosen. Dort findet das eigentliche Betanken statt. Und der dritte Bereich hier unten, der beinhaltet die Sicherung und den Zähler. Insgesamt also 3 voneinander klar abgegrenzte Segmente. Das stabile Stahlgehäuse der Säulen entsteht in Salzwedel. Die Elektronik stammt von einer Gütersloher Firma, die Software von den Stadtwerken Lemgo. Über 100 Säulen gibt es schon, jetzt auch in Salzwedel und Stendal. Wo die nächste steht, ist im Internet verzeichnet. Nicht nur für Elektroautos wird die Ladestation zur Anlaufstelle, auch für Elektroräder. Problem allerdings: Weil es keinen einheitlichen Anschluss gibt, muss der Radler sein Ladegerät immer dabei haben. Die Entwickler in Salzwedel arbeiten aber an einer Lösung. Schrittweise soll das Netz der Stromtankstellen nun immer dichter werden, damit vor allem Fahrradtouristen überall Anschluss finden. So, der Akku.